Ich sag's ja ungern, Digga, aber du bist nicht ansteuerbar. Sehr interessant. Ich habe jetzt, nicht, dass es wichtig wäre, nicht wirklich, aber es ist sehr, sehr interessant, dass ich hier so lange warten muss, bis das Ding funktioniert. Äußerst mysteriös. Und ich verstecke mich hier einfach hinter dem, was ihr schreibt. Hier stinkt was zum Himmel. Hier ist was am Arsch. Naja, Und ich könnte ja echt richtig heavy Dinge sagen. Und eigentlich sollte ich noch viel heavyere Dinge sagen. Aber ist zu einfach. Es ist halt so ein bisschen alles so hängen geblieben, so ein bisschen zurückgeblieben hier. Ob hier jetzt 3 Leute zuschauen, ist eigentlich aber 15 sind, gerne noch 20 bis 100 Leute reinkommen würden, aber nicht dürfen, weil wegen irgendwas. Die Sache ist halt einfach, es macht keinen Sinn. Und die komischen Spielchen mit hier Klicks kaufen und sowas, ist doch, man muss nicht sagen, okay, ich investiere jetzt 200 Euro und kaufe mir, keine Ahnung, 10.000 Klicks. Also ich kenne mich da nicht aus. Und klar, wenn du besoffen bist oder irgendwie auf irgendwelchen Drogen, gebt euch. Ich will euch da gar nicht sagen. Dann ist es so ein mitgehangen, mitgefangen Ding. Dann geht man halt vollkommen darauf ab. Es muss in sich gegangen werden und sich gefragt werden, ist das wirklich, kann man den Weg so weitergehen? Weil im Grunde genommen, fremde Federn tragen ist nur so lange cool, bis neue nachwachsen müssen. Das heißt, du musst dann auf Jagd gehen oder dich irgendwo unter einem Baum setzen, wo die Federn runterfallen. Und je nachdem, was für ein Revier das ist, ist das halt sehr, sehr, sehr gefährlich. Ich finde, das ist ein schönes Bild, was ich da jetzt eben gerade gemalt habe. Ich bin ja ein Texter, ja? Also ich bin ja Lyriker, Theoretiker, alles, also Professor Doktor mittlerweile. Ja? In meinem Feld. Was soll ich sagen? Instagram zeigt einen eine Person, es sind aber tatsächlich, vielleicht ist es hängen geblieben. Kann ja durchaus sein, dass halt einfach wirklich gerade sehr, sehr viel los ist, generell. Aber ich sehe da wirklich, es kann natürlich auch sein, dass es so eine Zeit ist, wo die meisten Leute jetzt gerade von der Mittagspause zurückkommen und jetzt wirklich ranklotzen. Und da kommt eine Person rein, ja, habe ich gestern schon gesehen, dass er da, es gibt ja tatsächlich noch Menschen heutzutage, die weder Facebook noch irgendwas haben. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und mir brennen durchaus Dinge auf Sachen, aber wirklich auf den Lippen. Es brennt schon wirklich unter den Fingernägeln. Ich würde da schon gerne wirklich auch mal so ein bisschen mehr als ein bisschen für Gesprächsstoff sorgen. Das ist nicht das, was man sehen möchte. Man möchte nicht jemanden wie mich, der hier so sitzt, sehen, der sich so ausdrückt. Man möchte mich lieber fluchen hören. Das ist für mich so ein bisschen neu noch hier auf Instagram. Es ist irgendwie alles nicht sehr flüssig. Und Mister, ich meine, Frau und Herr Instagram, seien Sie mir nicht böse, ja. Ich möchte Ihnen da nichts unterjubeln. Ich bin mir nicht sicher, wie ist das? Ist das eine Google-Sache mittlerweile? Oder ist das, also, weil eigentlich, das gehört ja zu Facebook auch. Kann das sein? Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker und ich glaube auch nicht an so einen Scheiß. Ich habe mich ja informiert. Ich weiß ja, was Verschwörung, was das bedeutet. Und dann auch für Theoretiker, wo das herkommt. Das ist ja ein Wort aus dem Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs, wo man so ein Wort benutzt hat, um Leute zu diskreditieren. Und daher glaube ich auch an solches, sagen wir mal, ihr könnt euch gerne ein bisschen hier, also ihr könnt gerne hier reinkommen und euch, also jetzt, wo wir uns mal so ja, von Auge zu Auge dann auch mal unterhalten können, ja, vor ein paar Wochen war es noch sehr, sehr, sehr lästig, würde ich sagen, ja. Da bin ich vereinzelt reingekommen und habe dann wurde auch rumgestänkert, ja. Es heißt immer, wir sind das Land der Dichter und Denker. Ich meine, Dichtung, da muss man auch dicht sein. Und Dichtung ist natürlich auch noch so eine Sache, wenn du mir was andichten willst, dann gibt es erstmal ein Problem. Also um das mal genau auf den Punkt zu bringen, Dichten und Denken, das ist die Frage. Wo sind bei den Dichtern und Denkern die Poeten geblieben. Und dann ist natürlich die Literatur hier, gerade auch in Europa, ist ja eine Riesensache. Also ihr könnt gerne was schreiben dazu, wenn ihr möchtet. Lasst uns nur nicht über Politik und Religion sprechen, weil ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Ich glaube, bei vielen Sachen kommen wir nicht zusammen. Und das heißt immer, ich bin anders. Ich. Das heißt immer, ja, red nicht so geschwollen. Oder der denkt, er hat was Besseres. Er hat doch nie einen schlimmen Tag gehabt. Und da sind wir beim Punkt. Ja. Es sind gerade 4 Leute da. Genau, es zeigt oben 5 Leute jetzt an. Aber es sind tatsächlich viel, viel mehr. Und da frage ich mich tatsächlich, weil wenn ich andere Lives mir anschaue, ich schaue mir natürlich auch mal hier und da auch mal andere Leute beim Live-Gehen an. Ja, so eure Lieblingsfragen sind so das Gängige. Wie geht's dir heute? Das sind so leicht die Floskeln. Weil man möchte eigentlich gar nicht wissen, wie es einem geht, weil man weiß ja schon alles. Oft ist man ja nicht nur Fanat, sondern wirklich fanatisch. Viele benutzen einfach irgendwelche Bilder. Die benutzen irgendwelche Bilder, sind das dann gar nicht. Ach, egal. Fressen Schweine auch Butter? Oder kriegen die dann Pickel? Im Internet kann man ja sein, wenn man will. Die hilft im echten Leben nichts dann, ne? Hast etwas zugenommen. Ach, danke. Ist ja nett. Zugenommen an Alter vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach eine schlechte Einstellung. Jetzt sehe ich gut aus, oder?
jetzt wird's wieder uncool. Die Sache ist, das ist das Problem. Ich könnte ja, weil es hier geht, dich einfach ansprechen und auf Verbergen stellen. Aber ich kann dir natürlich die Pein lassen und dich einfach hier lassen, weil du kein Profilbild hast. Ich habe das einfach mal ausprobiert. Mir gefällt's nicht wirklich. Daher muss ich das nicht machen. Das heißt, du hast es für alle verkackt.